Ein CDU-Politiker leistet sich wirklich Unglaubliches und beschimpft eine jüdische Organisation, die sich für Frieden im Nahen Osten einsetzt, als antisemitisch. Und ja, ihr habt gerade richtig gehört. Er beschimpft eine jüdische Organisation als antisemitisch, also als Judenhasser. Das ist die gängigste Übersetzung des Wortes Antisemit. Aber seht selbst, was sich Thorsten Frei, Abgeordneter der CDU-CSU, hier erlaubt. Dass die Bundestagsvizepräsidentin, die ja nie nur für sich alleine spricht, einen antisemitischen Post einer antisemitischen Organisation verbreitet hat und damit Israel der Kriegsverbrechen geziehen hat. Wir möchten uns von einer solchen Vizepräsidentin nicht vertreten lassen. Sie spricht nicht für uns. Ja. Also es geht um Aydan Özegus, die einen Post der Jewish Voice for Peace, also der jüdischen Stimme für Frieden, verbreitet hat, wo die Jewish Voice for Peace ein israelisches Kriegsverbrechen kritisiert hat. Also wer israelische Kriegsverbrechen kritisiert, der ist Antisemit. Und wenn Juden israelische Kriegsverbrechen kritisieren und sich dann auch noch für Frieden einsetzen, also absolut freche Forderung, dann sind sie natürlich Antisemiten. Das sind dann judenhassende Juden. War der selbsthassende Jude nicht mal ein antisemitisches Klischee? Egal. Ich glaube, es macht keinen Sinn, da genauer drüber nachzudenken. Jakob Reimann, der diesen Clip rausgesucht hat, schreibt dazu: Im Deutschen Reichstag kann sich ein deutscher Katholik hinstellen und eine jüdische Friedensorganisation, der weltweit zigtausende Juden angehört, als antisemitische Organisation denunzieren und bekommt dafür fraktionsübergreifenden Applaus. Ja, das ist Deutschland 2024, stramm auf der Seite Israels. Und also das geht wirklich an alle, die sagen, ja, wir müssen uns für Israel einsetzen, weil wir jüdisches Leben schützen wollen. Euch geht es nicht um Juden. Ihr hasst Juden, die nicht eurer politischen Meinung sind. Die werden von euch genauso als Antisemiten verleumdet wie alle anderen, die israelische Kriegsführung kritisieren. Hier sieht man dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also es entlarvt meiner Ansicht nach auch diese Heuchelei dieser ganzen Leute, die sich als Kämpfer gegen Antisemitismus und sonst was inszenieren und denen es dabei einfach nur darum geht, ja, einen großisraelischen Nationalismus zu feiern, israelische Kriegsverbrechen zu verharmlosen, denen es darum geht, dass die Rüstungsindustrie große Profite macht und dass der engste US-Vasallenstaat im Nahen Osten tun und lassen kann, was er will. Diesen Leuten geht es erst um die Profite der Rüstungsindustrie oder ihnen geht es um Geopolitik. Ihnen geht es nie um den Kampf gegen Antisemitismus. Das zeigt dieses Beispiel hier meiner Ansicht nach nochmal sehr schön.